Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. Hallo aus New York, wo gerade die UNO-Generalversammlung eröffnet wurde. Mit dabei war auch Sebastian Kurz. Guten Tag, Herr Bundeskanzler. Grüß Gott. Sie haben der Rede von Joe Biden gelauscht, der US-Präsident. Das war ein ziemliches Kontrastprogramm zu Donald Trump, den Sie hier in New York auch gehört hatten, den Sie auch getroffen haben. Was war Ihr Eindruck? Also zunächst einmal ist es gut, dass die USA bereit ist, sich multilateral zu engagieren, die humanitäre Hilfe und vieles andere auszubauen, bereit ist, einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Das würde ich alles positiv werten. Was, glaube ich, auch bemerkenswert war, war, dass es in Richtung China Gott sei Dank eher beruhigende Worte gegeben hat. Wir erleben ja seit Jahren einen Wettlauf zwischen China und den USA um die internationale, globale Vorherrschaft. Und wir haben kein Interesse an einer weiteren Zuspitzung dieses Wettlaufs. Und daher war es gut, dass hier heute nicht Öl ins Feuer gegossen wurde, sondern eher beruhigende Worte gesucht wurden. Er hat auch betont, dass er der erste US-Präsident sei, der jetzt hier eine Rede hält, wo es keinen aktiven Krieg gäbe. Gleichzeitig ist die Situation in Afghanistan aber natürlich höchst problematisch seit dem Abzug. Sie haben dazu dann auch Gespräche. Was ist denn da Ihre Position? Ich glaube, mit der Situation in Afghanistan kann niemand zufrieden sein und das ist ja auch in den USA breit diskutiert worden. Unsere Haltung ist klar, wir wollen einen Beitrag vor Ort leisten. Wir wollen nicht zusätzlich freiwillig Flüchtlinge aufnehmen, denn Österreich hat bereits extrem viele Menschen aufgenommen, aber wir wollen vor Ort helfen und tun das auch. Wir nehmen hier 20 Millionen Euro in die Hand für humanitäre Hilfe, insbesondere für Frauen und Mädchen in Afghanistan und der gesamten Region und hoffen natürlich, dass wir auch andere Staaten begeistern können, hier mehr zu tun. Darüber hinaus veranstalten wir auch einen Roundtable mit Ländern aus der Region, auch mit Staaten wie Katar, die Einfluss auf Afghanistan nehmen können. Ich glaube, das ist auch wichtig, hier zu versuchen, dass man ja, alle Möglichkeiten wahrnimmt, die es gibt, damit sich die Dinge nicht immer weiter zum Schlechten entwickeln. Das war ja die erste Generalversammlung seit Ausbruch der Pandemie und so ganz normal verläuft sie ja nicht. Ungefähr die Hälfte der Staats- und Regierungschefs und Außenminister diversester Länder sind nicht physisch anwesend. Was war denn da für eine Stimmung in der UNO? Was hatten Sie da selbst für einen Eindruck? Ich glaube, es ist grundsätzlich einfach positiv, dass die Generalversammlung wieder stattfindet. Außenpolitik durch Videokonferenzen ist besser als nichts, aber es geht natürlich immer um die Zwischentöne, um den persönlichen Kontakt, um den Austausch auch in einem Vier-Augen-Gespräch. All das kann nur stattfinden, wenn man sich persönlich sieht. Dass viele Staaten nicht dabei sein können, liegt daran, dass viele Staaten einfach noch nicht ausreichend Zugang zum Impfstoff haben. Und das zeigt wieder mal, dass wir eigentlich dankbar sein können in Österreich, in Europa, dass wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben, dass wir eine vergleichsweise hohe Durchimpfungsrate haben im internationalen Vergleich, die wir jetzt noch weiter steigern wollen natürlich. Aber wir sind da Gott sei Dank in einer anderen Situation als weite Teile der Welt, wo es hoffentlich auch spätestens nächstes Jahr dann eine entsprechende Durchimpfung gibt. Sie haben jetzt die Impfungen angesprochen. Das ist natürlich ein weltpolitisches Thema, genauso wie der Umgang damit, wie man die Menschen dazu kriegt, weiter und bessere Impfquoten zustande zu bringen. Sie waren jetzt in Lokalen hier auch. Wie ist denn Ihr Eindruck von dieser 1G-Regelung? Hier kommt man nicht einmal in einen Coffeeshop, also nicht einmal bei Starbucks darf man einen Kaffee drinnen trinken, wenn man nicht den Impfnachweis herzeigt. Die Regeln in den USA sind sehr unterschiedlich, in New York sind sie ganz anders als in weiten Teilen der USA. Generell gilt für alle Länder in Europa und USA genauso, dass wir das Ziel haben, weiter die Impfquote zu steigern. Es haben sich schon sehr viele Menschen impfen lassen, die sind geschützt. Einige haben sich noch nicht impfen lassen, auch teilweise, weil ihnen Angst gemacht wird, weil hier auch falsche Informationen in der Bevölkerung verbreitet werden. Und je mehr Menschen aber geimpft sind, desto mehr sind geschützt und desto besser natürlich auch die Situation für uns alle. Und daher ist das der Weg, den wir weitergehen werden. Ich bin dagegen, dass wir uns jetzt jahrelang
einschränken, denn das Virus wird nicht verschwinden. Wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben, und das funktioniert nur, wenn die Masse der Menschen auch geimpft ist. Jetzt ist aber New York, und Sie kennen ja New York, Sie waren schon mehrmals hier, auch ein Wirtschaftszentrum. Es ist nicht die Hauptstadt, aber es gilt als Capital of the World. Wenn eine Stadt wie New York, die bekannt für ihr Freiheitsstreben ist, diese 1G-Regel macht, zeigt das nicht auch den Druck der Wirtschaft? Hier haben die Unternehmen von sich aus nämlich eine 1G-Regel gefordert, bevor es der Staat New York verordnet hat. Ja, also ich kann jetzt die innerstädtische Debatte in New York nicht im Detail kommentieren, aber klar ist, und ich glaube, jeder oder fast jeder teilt ja dieses Ziel, klar ist, wir müssen so agieren, dass wir in Freiheit leben können. Und in Freiheit können wir dann leben, wenn wir das Virus zurückdrängen, und das gelingt durch die Impfung. Und insofern ist meine Position seit Beginn der Pandemie unverändert. Klare, leider Gottes auch freiheitseinschränkende Maßnahmen waren notwendig, bis zum Zeitpunkt, wo die Impfung als Gamechanger alles verändert hat. Jetzt haben wir den Impfstoff, und jetzt müssen wir auf den Impfstoff setzen und nicht auf freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Sie wollen ja leider nicht die Innenpolitik kommentieren hier in New York. Sie haben aber gleichzeitig gesagt, ein Lockdown für Geimpfte dürfe es nicht geben. Ist das aber nicht nur der Fall, wenn die Impfquote steigt? Da war jetzt die Frage ein bisschen zu kompliziert, aber ich bin bald wieder in Wien zurück, dann können wir gern auch alle innenpolitischen Themen weiter besprechen. Was die Corona-Strategie betrifft, die ist ganz klar, nämlich zurück zur Normalität durch die Impfung. Wir haben bereits die Masse der Bevölkerung in Österreich geschützt, insbesondere bei den Erwachsenen haben wir eine sehr hohe Durchimpfungsrate, die wollen wir noch weiter steigern. Je höher, desto besser, denn jeder, der geschützt ist, ist einer mehr, und gleichzeitig, je mehr die geschützt sind, desto eher drängen wir das Virus zurück, und diese Strategie werden wir weiter verfolgen. Sie nehmen ja auch morgen an einem Videogipfel mit US-Präsident Biden teil. Was erwarten Sie von diesem Gipfel und welche Botschaften möchten Sie da anbringen? Na, wir wollen, dass auch andere Teile der Welt, die noch keinen Zugang zur Impfung haben, entsprechend versorgt werden. Derzeit sind es die reicheren westlichen Staaten, wo die Menschen geschützt werden. In anderen Teilen der Welt gibt es noch keine entsprechende Versorgung. Österreich spendet sehr viele Impfdosen, über 2 Millionen Dosen, die wir an andere Staaten weitergeben, die sie dringend brauchen. Und das ist etwas, was morgen in dem Gipfel besprochen wird. Also wie kann insbesondere der Westen andere Staaten unterstützen, auf dem Weg, die Pandemie zu besiegen? Gut, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke fürs Zusehen.